Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind hier der Jedi in der Sith Akademie und ja, wir müssen Sith werden, um den letzten Teil der Sternenkarte zu finden. Das heißt, uns bleibt hier nichts anderes übrig, als sie alle fertig zu machen. Und deswegen gehe ich jetzt mal da lang, guck mal, was da ist. Wir haben den Sith-Kodex auf jeden Fall zitiert. Und, okay, ihr kennt hier ein bisschen, gut. Wir haben den Sith-Kodex zitiert und haben dadurch. Verdammt Ja, nochmal, ich bin jedes Mal das hier. Gleiche. Und haben dadurch ein bisschen Prestige gewonnen, aber ich glaube, den größten Prestige-Schub haben wir damit bekommen, dass wir Uthera verraten haben, die nämlich gegen Meister Uta plant und schmiedet. Pläne schmiedet. Ihr wisst, Fertig! was ich meine. Die sich gegen ihn auflehnen will und dazu eigentlich unsere Hilfe wollte, aber den kürzeren zieht, weil wir es einfach verraten haben, ne? So. Was? Seid mir gegrüßt, mit Student. Plant ihr, in das Tal der Dunklen Lords zu gehen? Ich werde bald selbst dorthin aufbrechen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wer seid ihr? Man nennt mich Tariga und ich studiere hier in der Akademie. Es ist mir eine Freude, den Auftrag erhalten zu haben, die Ruinen der Sith zu studieren, ihre Vergangenheit zu erkunden und neue Relikte zu entdecken. Ihr seid ein Mensch, aber ihr redet wie eine Twi'lek. Ich komme von einem Planeten im Outer Rim. Wir gehören nicht zur Republik, also haben wir auch ihre Sprache nicht gelernt. Ich verstehe Basic, spreche es selbst aber nur gebrochen. Ich spreche Twi'lek fließend. Warum sollte ich also Basic sprechen? Twi'lek ist fast so verbreitet wie Basic und niemand macht sich über meinen Akzent lustig. Ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich dürfte wohl nicht in die Ruinen im Tal der Dunklen Lords arbeiten, wenn ich in einer fremden Sprache herumstottern würde. Okay, was könnt ihr mir über das Tal erzählen? Bisher haben wir vier Grabmäler freigelegt. In jedem dieser Grabmäler befinden sich die Überreste eines Sith-Lords. Sie stammen aus einer Zeit, als die Sith erstmals nach Korriban kamen. Wo könnt ihr im Hintergrund mal ein bisschen leiser sein, während ihr euch die Fresse poliert? Glaube ich nicht, ey. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass es größere unterirdische Bauwerke gibt. Eine richtige uralte Festung. Doch offenbar wurde sie zerstört. Die Grabmäler sind alles, was noch verblieben ist. Momentan ist nur der Zugang zu drei Grabmälern gestattet. Zu dem Grabmal ganz links haben nur Meister Uta und jenen in seiner Begleitung Zutritt. Glücklicherweise gibt es hier noch viel für uns zu entdecken. Es freut mich, dass ihr euch uns angeschlossen habt. Muss ich auf irgendwas aufpassen? Ja, in der Tat. Kurz bevor ihr das Tal betretet, kommt ihr an einem Höhleneingang vorbei. Geht dort nicht hinein. Dort hausen zahlreiche gefährliche Kreaturen, die wir Shirak nennen. Sonst stellen nur noch die Tukata eine Gefahr dar. Solange ihr euch jedoch im südlichen Teil des Tals aufhaltet, werden euch die Wächter beschützen. Was sind die Shirak? Es handelt sich um fliegende Kreaturen, die Netze in ihren Tunneln errichten. Man kann die Netze nur durch Feuer oder Explosionen zerstören. Es ist wohl weise, ihnen ganz aus dem Weg zu gehen. Und die Tukata? Es handelt sich um Bestien, die keine Skrupel haben, Studenten oder sogar bewaffnete Patrouillen anzugreifen. Sie behindern unsere Fortschritte sehr. Mehrere Versuche wurden unternommen, ihre Nester in den Grabmälern zu zerstören, aber sie sind zu zahlreich. Boah, die gehen mir auf die Nerven da im Hintergrund, ey. Okay, ich muss dann gehen. Ich wünsche euch viel Glück, Mitstudent. Ich möchte euch am liebsten gerade mal mit dem Laserschwert eins über den Schädel geben, ganz ehrlich. Ich versuche hier mich zu unterhalten und ihr stöhnt da im Hintergrund rum. Das ist total unhöflich. So, wir werden auf jeden Fall in das Tal gehen, aber zuerst schauen wir hier mal noch ein bisschen, was es sonst noch gibt. Hier ist noch jemand mit Namen Hiyata. Tut mir leid, ich bin in Eile. Mein Lehrer okay, wartet. Okay, dann halt nicht. Deswegen stehst du da auch rum, weil dein Lehrer wartet. Alles klar, Hiyata. Alles klar, Sith-Wachen, boah, ganz viele. Und so, wie kann ich jetzt hier Badewasser vergiften? Befragungsraum, Duellierzimmer. Huch. Ein bisschen unfair, oder? Ja, ich habe den Kampf gesehen. Geht's jetzt gleich weiter oder muss ich mir das jetzt einfach ein bisschen hier fertig schicken? Hallo. Dankeschön. Okay, was geht hier ab? Wenn du ein Duell willst, nur zu. Ich war sowieso gerade fertig. Die Gefangenen hier müssen freigelassen werden. Sei nicht albern. Das hat Uthera niemals angeordnet. Und falls doch, soll er es mir selbst sagen.
wenn du ein Duell... Okay, was für eine Art von Duell sprecht ihr? Hier kannst du deine Kampftechniken perfektionieren. Zum Glück haben wir jede Menge Gefangene. Ich fordere euch zu einem Duell heraus. Nein, danke. Ich bin ziemlich erledigt. Vielleicht später. Arschloch. Ja, die Gefangenen müssen immer noch freigelassen werden. Sei nicht albern. Ja. Okay. Du da, einige Duell? Studenten, die sich Befehlen widersetzt haben, verstecken sich auf der Oberfläche. Master Uwe hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Tot. Okay, ich knack mal die Konsole. Okay, Gott, 50 Sonden habe ich nicht. Die Dateien der Akademie hätten. Okay, ich kann hier also nichts machen. Nur immer wieder versuchen, die Dateien zu hacken, obwohl es sie nicht gibt. Und ihr braucht. Toll Spiel, danke schön. Das ist so sinnlos. Gut, was gibt's hier im Befragungsraum? Hi. Ah, vielleicht hast du mehr Glück als ich. Dieser Mandalorianer ist zäher, als ich dachte. Was versucht ihr zu erreichen? Ich will rausfinden, wo sein Waffenlager versteckt ist. Aber bis jetzt schweigt er wie ein Graf. Wenn ich ihn zu hart anpacke, stirbt er. Bin ich zu vorsichtig, sagt er nichts. Verdammte Zwickmühle. Spiel, du kannst die Kampfmusik jetzt ausmachen. Hier kämpft keiner mehr. Ich soll es versuchen? Sicher. Aber bring ihn nicht um oder versetze ihn in einen Schockzustand. Wir sollen ihn verhören, nicht hinrichten. Wenn du ihn zum Reden bringst, lege ich bei Master Uther ein gutes Wort für dich ein. Versprochen. Okay, dann probieren wir das mal. Ah, hier. Okay. Du kannst mich foltern, bis du schwarz wirst. Ich sage nichts. Mein Geist gehorcht mir und wird dir nichts verraten. Sprecht ihr Basic? Ich spreche eure Sprache, Sith, aber ich werde euch nicht den Gefallen tun, sie zu benutzen. Wisst ihr, wie ich euch befreien könnte? Du willst mich reinlegen, ich glaube dir nicht. Vertraut mir, ich helfe euch, sobald es mir möglich ist. Wenn du nicht lügst, dann versetze mich mit der Konsole in einen katatonischen Zustand. Dann werden mich deine Leute beseitigen. Ich kann in diesem Zustand überleben und fliehen. Okay. Droge indizieren, um den Gefangenen in eine Leichenstarre zu versetzen. Ich glaube nicht, dass sie damit Leichenstarre meinen, aber hey, wir machen's mal. Ah, nein, nein! Oh Gott. Ihr wollt mir verraten, wo ihr eure Waffen versteckt habt. Niemals! Deine Tricks funktionieren bei mir nicht. Sie sind nutzlos, genau wie du. Ich versuch's nochmal. Das muss doch gehen. Hä? Brauche ich dafür jetzt Computerkenntnisse oder Medizin oder was brauche ich dafür? Okay, okay. Ich werde, es ist auf meinem Schiff. Das Waffenlager hinter einer Falltür auf meinem Schiff. Okay, verdammt. Das war eigentlich klar, aber. Das habe ich gehört. Ausgezeichnete Arbeit. Danke für deine Hilfe. Ich würde dich ja gerne belohnen, aber ich will, dass alle glauben, ich hätte die Informationen aus ihm rausgepresst. So kommt ihr mir nicht davon. Ach, aber man muss am Leben sein, um Master Uther das Versteck des Waffenlagers zu verraten. Findest du nicht auch? Du wirst dich doch nicht etwa mit einem wahren Sith anlegen. Oder willst du gegen mich kämpfen? Ich habe gehofft, ich könnte ihn danach immer noch in so eine Starre versetzen. Was? Das stimmt, wir sollten gehen. Wow, Übersetzung. You're right, let's go. Oder sowas ähnliches. Oh, ich nehme an, das ist die Option, die den Kampf einleitet. Ich will den platt machen. Blöde Sau. Und ja, ich habe dunkle Seitepunkte bekommen, aber das war nicht zu vermeiden, glaube ich. Ha!
Dann lass deiner Wut freien Lauf. Möge der Bessere sie. Aufs Maul, Freund, aufs Maul. Nicht widerstanden und nix, aber... ihr helft mir zwei. Ist euch klar, ne? Also, ihr könnt auch einfach nur dastehen und hübsch aussehen, aber... Ich dürfte auch helfen. Ah, jetzt auf einmal. Schön, danke. Oh. Oh. Mensch, hast du das Maul bekommen, ne? So. Jetzt geh ich Lord Uta erzählen, was die Sache ist. Muhahaha. Jetzt gucken, wie schwer sich das ausgewirkt hat. Ey, kommt, ich bin immer noch hier absoluter Paragon des Lichts, ne? Und so. Fertig! Und das ist meine Kiste, das ist alles meins hier. Die ganze Akademie gehört jetzt mir, ihr werdet schon sehen. Aber wie kann ich jetzt Badewasser vergiften? Das habe ich immer noch nicht geschafft. Okay, ich habe noch mal was für dich. Vergiss unsere Abmachung nicht. Wir werden Yusara zurechtweisen. Natürlich nur, wenn du die letzte Prüfung bestehst. Ich weiß, wo der mandalorianische Gefangene seine Waffen versteckt hat. Wirklich? Sehr interessant. Und wo mag das sein? Sie sind hinter einer Falltür in seinem Schiff versteckt. Ich habe sein Schiff kürzlich ausschlachten lassen. Ich dachte, man hätte es eingehend untersucht. Offenbar doch nicht. Aber es war richtig von dir, mir diese Information zu bringen, die andere nicht finden konnten. Ich bin beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Dann halt einfach's Maul. Du hast ein ich mag den absolut nicht. So, wie kann ich jetzt hier... Schlafzimmer. Zum Tal. Ha. Kann ich vielleicht jetzt zurück zu Euthera und ihr sagen, was ich gesagt habe? Weil dann denkt er ja, sie ist geschwächt, obwohl sie es gar nicht ist. Also so ein richtiges Double-Crossing hier. Na, schauen wir mal, vielleicht. Ich hörte, dass ihr noch mehr Prestige erlangt habt. Euer Sieg ist in Reichweite. Das ist sehr gut. Doch ich an eurer Stelle würde noch nicht jubeln. Ihr habt noch immer viel zu tun. Ich bringe Neuigkeiten über Uta. Was? Was ist geschehen? An unserem Plan hat sich doch nichts geändert, hoffe ich. Ah, er möchte, dass ich im letzten Test gegen euch kämpfe. Ah, sehr geschickt von ihm. Normalerweise würdet ihr in dem Grab mal gegen einen der anderen Studenten antreten, meist gegen einen, der es nicht schaffen wird. Offenbar hat Uta beschlossen, sich meiner zu entledigen. Aber warum? Habt ihr etwas zu ihm gesagt? Nein, natürlich nicht. Wie kann er dann etwas ahnen? Außer einer der anderen Studenten. Ich bin die Unschuld im Vergiss Person. Es. Es ist jetzt nicht wichtig. Im Endeffekt wird es besser funktionieren, wenn nur wir zwei mit ihm im Grabmal sind. Wir müssen uns nur weigern, gegeneinander zu kämpfen. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ganz ehrlich, ich mag sie lieber als ihn. Er möchte, dass ihr vergiftet werdet. Ich soll dieses Pad Andrenas geben. Zeigt mal her. Es stimmt also. Danke, dass ihr mir das gebracht habt. Jetzt werde ich wesentlich stärker sein, als Uther erwartet. Hier, diese Zugangskarte ermöglicht es euch, Uthers Unterkunft zu betreten. Sie liegt am Ende der Gänge bei den anderen Unterkünften. Nehmt dieses Gerät und platziert es in seinem Bett. Niemand darf euch dabei beobachten. Uther wird dann zu schwach sein, um gegen uns zu bestehen. Wagt es nicht, mich zu enttäuschen. Wir zwei stecken schon viel zu tief drin, um noch einen Rückzieher zu machen. Ich brauche die Zugangskarte nicht. Ich habe seine Zimmertür schon gehackt, aber hey, okay. Machen wir mal, ne? Das mag ich an den Quests. Man kann ja von Anfang an sagen, man hilft ihr nicht. So, dann ist das Ganze gegessen. Oder man sagt ihr, man hilft ihr und hilft ihr. Oder man sagt ihr,
Das Gerät hätte unter dem Bett Platz, es würde metallhaft und wäre praktisch nicht zu sehen. Platzieren. Summ kriegt das Gerät davon. Was? So weit, so gut. Genau. Oder man sagt ihr, man hilft ihr und petzt es dann bei Uta. Und macht das. Oder man sagt ihr, man hilft ihr, petzt es bei Uta und geht dann wieder zu ihr zum Petzen. Ich liebe diese Quests bei KOTOR. Das ist einfach toll gemacht. Da hat man wirklich das Gefühl, dass die Entscheidungen tatsächlich irgendwas bewirken. Kann ich es ihm jetzt nochmal petzen? Ich glaube, das wäre ein bisschen arg krass. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen arg viel. So, aber dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf zum Tal, weil ich glaube, hier drin haben wir tatsächlich jetzt vorerst alles erledigt. Und deswegen suchen wir halt da draußen mal noch ein bisschen nach Zeugs. Ey, habt ihr euch jetzt bald mal umgebracht? So, ich würde gern raus, ne? Darf ich? Darf ich. Perfekt. Weil wir ja drei Ruinen können wir betreten, in denen können wir dann vielleicht jetzt schon was finden. Und in der vierten, also wenn ich mich jetzt nicht groß irre, wird in der vierten die letzte Prüfung stattfinden, weil da ja nur Master Uther rein darf. Ne? Das sind ja nur Shyrak. Runter damit! Also so heftig sind die nicht. Muss ich jetzt mal sagen. Jetzt bekommt ihr das. Weil er uns ja so gewarnt hat, auf gar keinen Fall in die Höhle zu gehen, den Shyrak. Gibt's hier irgendwelche Reste? Nö. Okay, was ist denn das? Ist das die Shyrak-Hülle? Können wir einfach mal rein, ganz ehrlich? Bringt sicher Prestige, wenn wir hier die Shyraks abschlachten, oder? In dieser Höhle, die so gefährlich ist. Bringt doch bestimmt Prestige bei Master Uther. Da liegen schon tote Sith. So muss das, nur tote Sith sind gute Sith. Ich weiß nicht, ob das mit Shyrak Wurm richtig übersetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es im Original mal Wirren hieß. Mit Y. Na, wie war's? Lass es krachen. Also so schwer ist es jetzt wirklich nicht hier. Ich meine, aber auch das Lähmungsfeld ist einfach OP. Das ist schon ganz eindeutig so. Es ist einfach OP. Auf geht's! Lasst es krachen! Jetzt bekommt ihr das! Also echt, bei einem muss ich ja nicht mal das Lähmungsfeld hier auspacken. Aber looten kann ich hier nicht wirklich was, außer den toten Sith, der da rumliegt. Okay, ein paar Credits. Was brennt hier? Keine Ahnung. Und zum Glück gibt es bei KOTOR auch in solchen Höhlen Karten, Maps, weil ich kenne mich, ich würde mich hier sonst brutalst verlaufen. Also gerade Höhlen. Wir hatten, ich habe ja vorhin kurz gesagt, eben, ich habe hier Gothic-Flashbacks bei der Stimme. Was ist denn hier los? Ganz kurz, bevor wir uns da gleich reinwagen, habe ja erzählt, ich hatte Gothic-Flashbacks wegen der Stimme von Uther. Und wer von euch Gothic gespielt hat, wird sich vielleicht noch an die Altymine erinnern und dass man im Zuge des, oh Gott, erstes, zweites Kapitel, auf jeden Fall, um im alten Lager aufgenommen zu werden, in diese Mine muss. Hm. Ich habe das Spiel die ersten 5 Male nur bis zu dem Punkt gespielt. Dann habe ich im Internet
oder in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube damals gab es das Internet noch gar nicht, in irgendeiner Zeitschrift gelesen, dass man Gamma ganz hochstellen soll, damit man was sieht. Und erst nachdem ich den Trick kannte, habe ich mich weiter in die Mine getraut, weil ich mich einfach komplett verlaufen habe sonst. Okay, aber mit diesem Schwank zurück in meine Kindheit und zu Gothic möchte ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns angucken, was diese Sith-Rebellen da hinten zu tun haben. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.